Ja, liebe Mitglieder der entomologischen AG, liebe Freunde im Saal und außerhalb Zuhörende, wir haben heute hier eine technische Premiere in der entomologischen Arbeitsgemeinschaft. Wir versuchen das erste Mal auch einen Vortrag für alle diejenigen erlebbar zu machen, die heute nicht hier sein können. Mal gucken am Ende, wie viel das genutzt haben, ob wir das in Zukunft öfter machen. Ja, erstmal allen herzlich willkommen. Wir haben in der entomologischen Arbeitsgemeinschaft hier im Naturwissenschaftlichen Verein heute unseren letzten Vortrag vor der Sommerpause. Das klingt etwas übertrieben, denn der Sommer steht ja noch nicht vor der Tür, aber wir beginnen dann mit der Exkursionszeit und erst im Herbst gehen die Vorträge weiter. Ja, alle, die hier sind, kennen das schon. Da hinten gibt es Getränke, die man gegen einen kleinen Obolus auch bekommen kann. Es gibt Sachen zum Mitnehmen, Bücher zum Beispiel, die überschüssig sind oder Zeitschriftenbände. Und ja, ansonsten freue ich mich heute euch hier eine Geschichte präsentieren zu können, an der ich selber 20 Jahre ungefähr schon dran bin, und dass die einmal wahr wird, das war ein großes Glück. Ich versuche jetzt mal den Vortrag auch freizugeben. Ich hoffe, ich mache das alles richtig. Teilen. Und das hier noch ausblenden. So, jetzt kann es losgehen. Den Vortrag, den ich heute erzähle, ist eine Geschichte, die ein bisschen in die Vergangenheit zurückreicht. Deswegen gibt es gleich drei Vortragstitel. Der erste Vortragstitel ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen. Wir sind ja in Karlsruhe und auch wir, die wir die Exkursion gemacht haben, eher Flachland-Tiroler, keine Alpinisten. Das Ganze ist aber auch für den Alpinisten, der einst diese Art dort entdeckte, eine interessante Geschichte, ein Krimi, eigentlich auch eine tragische Entomologengeschichte. Und eigentlich steckt in diesem Vortrag auch ein wissenschaftlicher Vortrag drin, dass wir eben eine besondere Schmetterlingsart, diesen Wehrlies-Gletscherspanner, nach 86 Jahren in der Ortler-Gruppe wiedererkennen konnten. Den Vortrag widme ich auch dem Lepidopterologen und Alpinisten Rudolf Kitschel, der die Art einst dort im Ortler-Gebiet entdeckte. Aber dazu gibt es mehr im Vortrag. Ja, ich hatte schon eingangs erwähnt, an dem Thema bin ich seit vielen Jahren dran. Nicht nur ich, auch andere Leute. Und hier der Blick zurück in das Jahr 2004, das ist nämlich genau das Datum, mit dem meine Ordner auf dem Computer starten, mit dem sozusagen Projektbeginn. In dem Jahr 2004 waren wir unterwegs, Norbert Pöll unten rechts im Bild und ich hier auf der Spitze des Metalhorns in der Schweiz, also in dem Schweizer Vorkommen der Art. Diese Schmetterlingsart, die über den Gletschern erst lebt, wird oft jahrelang nicht gefunden, und auch die Schweizer hatten zu der damaligen Zeit die Art schon viele Jahre nicht mehr wiedergefunden. Und wir hatten einfach, ja, so wie wir drauf waren, uns gesagt, ja, da fahren wir einfach mal hin, die Art suchen wir, und wir sind natürlich erfolglos geblieben. Ja, was sieht man auf dem Bild? Man sieht das Matterhorn, man sieht den Engadiner Bären oder den Alpenbären. Ich erinnere an die Geschichte von Hermann Hesse, der Alpenbär, in der er schön beschreibt, wie er in einer Berghütte viele Schmetterlingsfreunde beobachtet, die unbedingt den Alpenbären finden wollen, und die finden den alle nicht. Aber bei ihm erscheint er nachts am Fenster und er lässt ihn wieder fliegen. Geschichte ist bei Hermann Hesse nachzulesen. Ja, unsere entomologische Arbeitsgemeinschaft, jetzt kommt auch so ein bisschen so ein Werbeblock für unsere AG, fährt ja seit 2005 regelmäßig, also fast jedes Jahr, in den Winschgau, in dieses sogenannte Studiengebiet der SEL. Wer SEL nicht kennt, Societas Europaea Lepidopterologica, also die Gesellschaft der europäischen Schmetterlingskundigen, ist übrigens unter anderem auch hier aus Karlsruhe heraus gegründet worden von meinem Vorgänger Günter Ebert. Die haben dort mit Gerhard Thamanns Hilfe, also den Innsbruckern, ein Studiengebiet etabliert, in Absprache mit drei Gemeinden, in denen man ohne Beschränkungen, ohne juristische Beschränkungen, eben noch Schmetterlinge studieren, sammeln, erforschen kann. Und da das so schwierig geworden ist, da komme ich auch später im Vortrag noch drauf zu sprechen,
ist es eben für uns so eine Art Eldorado, dorthin zu fahren. Und immer wenn man die Reschenpassstraße runterfährt, wir sehen hier im Vordergrund dieses sogenannte Ossarium, also ein Beinhaus, was an den Ersten Weltkrieg erinnert, der auch noch eine Rolle spielen wird in dem Vortrag. Immer wenn wir dort vorbeifahren, dann sieht man im Hintergrund den Ortler, hier mal näher rangeholt von diesem Blick aus. Und jedes Mal hieß es dann in unserem Auto, ja, man müsste ja eigentlich auch mal den Pseudos Verlii suchen, der dort in den 30er Jahren das letzte Mal gefunden wurde. Und dieses man müsste mal, das zog sich über viele Jahre hin. Wir sind stattdessen lieber unten geblieben, im schönen warmen Teil. Wir sehen hier die Burg Rotund in Taufers. Wir sehen Schmetterlingsarten wie den großen Scheckenfalter Militär Phoebe links im Bild, der in Baden-Württemberg längst ausgestorben oder so gut wie ausgestorben ist. Wir sehen Spannerarten, wir sehen tolle Pflanzen dort und wir genießen den Blick abends oder nachts vom Lichtfang auf die Burgen, die dann so schön angeleuchtet sind. Hier der Blick aus Taufers. Und wir genießen vor allen Dingen die Wanderungen durch die Steppenwälder unten links im Bild, die es dort noch gibt und in denen man eine Individuenfülle, nicht nur eine Artenfülle erleben kann, wie sie auch einst mal hierzulande üblich war. Im Bild Zygaena lonicere, eine Widderchenart, die wir gerade bei der aktuellen Bearbeitung der Roten Liste, eigentlich eine Allerweltsart, Axel Hoffmann wird das bestätigen, war die früher, die wir inzwischen in die vom Aussterben bedrohten Arten bei uns einordnen müssen, Zygaena transalpina oder ein Weibchen vom Dukatenfalter. Immer wieder sehr schön für uns, eine Art, die es in Baden-Württemberg nicht gibt, diesen Satyrus ferula, einen Augenfalter, hier mal mit einer besonderen Fototechnik festgehalten. Die haben ja sonst immer die Flügel geschlossen, aber wenn man mit der Kamera Pre-Capture nutzt, also die Sekunde vor dem Auslösen einfrieren kann und dann 60 Bilder von der Zeit, von dem Moment hat, bevor der die Flügel aufgeschlagen hat, dann ist unter Umständen auch ein scharfes Bild der geöffneten Flügel. Hier beim Anflug auf einer Distel dabei. Ähnliches gilt für die Berghexe, Schatzhara briseis, die dort noch häufig ist. Und wir sehen leider unten rechts im Bild auch wieder eine Veränderung, die dort im Münstertal stattfindet. Das Münstertal ist eines unserer bevorzugten Untersuchungsgebiete in den letzten Jahren geworden, weil dort die Unterkünfte preiswerter sind als dort, wo wir zu Anfang waren. Aber wir sehen, wie die Apfelkulturen sich das Münstertal hochfressen und eben das bewirken, was wahrscheinlich schon zum Verschwinden der Zygaenen auch dort im unteren Teil des Winschgaus beigetragen hat, nämlich eine weitere Verbreitung von Insektiziden und Pestiziden an den Hängen. Ja, wenn wir die Berghexe nochmal überreden, ihre Flügeloberseite zu zeigen, dann geht das auch mit dieser Technik. Und wir haben hier schöne Arten, die wir sonst nie auf so engem Raum zusammensehen. Wir sind in dem zentralen, trockensten Tal der Alpen und hier treffen östliche und westliche Elemente aufeinander, wie man sehr schön an diesen beiden Edea-Arten, Flaviolaria und Aureolaria, sieht. Uns zieht es auf diesen Touren natürlich auch immer in die Berge hoch. Das ist hier der Blick vom oberen Avignatal wieder Richtung Ortler zurück. Da haben wir ungefähr Höhen von 2200, 2300 Metern, die wir dort erreichen. Das ist immer noch gut 1000 Meter unter dem Untersuchungsgebiet, um das es heute gehen wird. Und jedes Mal, wenn wir dort unterwegs waren in den vielen Jahren seit 2005 und schöne Schmetterlinge beobachten konnten, wie den Hochalpen-Apollo, der dort im Avignatal noch häufig ist, im Vordergrund ein Weibchen beim Rüsseln an einer, ja wahrscheinlich Carlina acaulis, an einer stängellosen Distel, also das Männchen hier im Bild. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich versuche das mal mit dem Mauszeiger. Ist der zu sehen? Ja, der ist zu sehen. Von unserem einheimischen Apollo-Falter, den es ja nur noch an der Mosel und in den Alpen und im fränkischen Jura gibt, gut zu unterscheiden an diesen roten Vorderflügelflecken, die die Weibchen noch viel stärker haben. Früher hieß der anders, inzwischen heißt der Panaceus sacerdus, da hat die Taxonomie zugeschlagen. Und immer wieder der Blick zurück, der Berg ruft. Ja, und immer wenn Entomologen was unternehmen wollen, dann machen Sie vorher eine Lagebesprechung. Und diese Lagebesprechung am Tag vor der Entdeckung habe ich deswegen festgehalten, oder zwei Tage vor der Entdeckung, weil hier eine ganz wichtige Person im Bild zu sehen ist, der Gerhard Thamann, der leider aus gesundheitlichen Gründen eben nicht mehr in der Höhe arbeiten kann, hat ihm
sein Arzt verboten. Aber ohne Gerhard hätte das alles überhaupt nicht stattfinden können. Weil in dem Jahr, wo wir dort im Nationalpark arbeiten wollten, hatte ich natürlich Kontakt mit den Kollegen in Südtirol, mit den Kollegen in Innsbruck. Und die Meinung war einhellig, ja, also ihr könnt das nicht machen ohne die entsprechenden Papiere. Also haben wir um die Papiere nachgesucht. Und dann hat aber das römische Verfassungsgericht angeblich die Gesetzesgrundlage kassiert, auf der die Ausnahmegenehmigungen ausgeteilt werden oder erteilt werden. Und dann hieß es lapidar, also Genehmigungen können dieses Jahr nicht erteilt werden. Und da kommt Gerhard Thamann ins Spiel. Wer hat es eben geschafft, doch eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, indem er seine persönlichen Kontakte zum Amtsdirektor, zum Nationalparkleiter genutzt hat. Und am Ende hatten wir ein Papier in der Hand, was legales Arbeiten ermöglichte, aber eben auch ermöglicht, dass wir unsere Funde, die wir natürlich noch nicht absehen konnten, nicht am Ende für uns behalten müssen, sondern dass wir das Ganze auch veröffentlichen und publizieren dürfen. Ja, nach einer solchen Lagebesprechung wird es ernst, dann geht es hoch in die Berge. Das ist der Blick vor dem Aufstieg auf den, nicht mehr auf den Suldengletscher, der ist inzwischen weg, wie man sieht. Es ist nur noch die Moräne übrig, aber wir sehen hier diese dammartigen Gebilde, wo man sich fast nicht vorstellen kann, dass das natürlichen Ursprungs ist. Das sieht aus wie aufgeschüttete Bahndämme, aber das ist natürlich ein Ursprungs, das hat der Gletscher aufgeschüttet im Laufe der Jahrtausende. Ja, und von dort starten wir, das ist oberhalb der Schaubachhütte und es geht dann bergan. Und dieser blaue Pfeil vor den Wolken, der markiert jetzt für die nächsten Tage unseren täglichen Arbeitsplatz, sage ich mal. Dort sollten wir möglichst früh am Tage, also möglichst 8 Uhr oder noch früher, beginnen mit unseren Beobachtungen. Das ist natürlich nicht an jedem Tag möglich gewesen. Die Aufstiege erfolgen von der Schaubachhütte zum Madritschjoch. Hier haben wir das Madritschjoch erreicht. Der Berg, der unser Ziel ist, die hintere Schöntaufspitze, ist Gott sei Dank ein Wandergipfel. Also der ist für Bergwanderer zu erreichen. Man braucht keine alpinen Kenntnisse. Aber er ist aufgrund seiner Höhe und des Anstiegs von der Kondition her nicht zu unterschätzen. Und vom Madritschjoch, das ist jetzt hier unten zu sehen, geht es dann über diese Steinplatten nach oben, da muss man dann auch mal ein kleines bisschen balancieren. Und dann bloß mal, um einen Eindruck von der Mächtigkeit der Bergwelt und von unserer eigenen Kleinheit zu bringen, hier einen Blick zurück. Ich glaube, der Michael hat das Foto gemacht, wo ich versuche, hier bergan zu laufen. Wir sind hier auf dem Plateau der hinteren Schöntaufspitze schon und ungefähr 3200 Meter Höhe, von dem wir annehmen, dass dort in historischer Zeit Kitschel erfolgreich gewesen war. Ich stelle die anderen Teilnehmer noch vor, zunächst die des Jahres 2021. Das ist unser Bergfex, Norbert Pöll. Man sieht ihm schon an, dass der in den Bergen viel unterwegs ist. Er ist aus Bad Ischl, also direkt am Toten Gebirge zu Hause. Mit dem kann man viele schöne Bergtouren machen. Dann sein Freund, der ist eigentlich Pathologe, der Franz Püringer. Ein Sesin-Spezialist für die, die in der Entomologie zu Hause sind, also Glasflügler-Spezialist, hier im Bild zu sehen, auch noch mit seinem Schaden, den er genommen hat auf unserer Tour. Dann ganz wichtig, der Michael Falkenberg, unser Museumstechniker in der Entomologie, der hier schon ganz zufrieden guckt. Warum, das verrate ich nachher noch. Einen Studenten hatten wir dabei, Martin Sauter. Das ist ein ganz junger, sehr begabter Entomologe, den haben wir sozusagen von der Ornithologie abgeworben. Und er hat ganze Arbeit geleistet am Berg, das werden wir alles nachher noch sehen. Ich hier als Berg-Michelin-Männchen. Und ja, und die Wettersituation 2021. Und die machte uns eher Sorgen, weil wir hatten die ganze Zeit instabiles Wetter. Wir hatten Wolken, wir hatten Regen, der dort oben natürlich als Eis niedergeht, Eisregen. Und es gab eben Tage, an denen wir überhaupt nicht hochkamen auf den Berg, weil es einfach zu gefährlich war oder zu ungemütlich. Deswegen kam auch dieses Tarp manchmal zum Einsatz, das uns dann eben vor den größten Unbilden der Witterung geschützt hat. Und ich habe hier ein kleines Video mitgeschnitten. Mal gucken, ob das jetzt abläuft. Das gibt uns mal so ein bisschen den Eindruck, wie das da oben aussieht, wenn da ein Regen niedergeht.
Wir sehen, der Martin hat gute Laune. Und bei uns ist es so lala. Ja. Das ist da oben ungefähr so, wie ich mir Grönland im Sommer vorstelle. Auf alle Fälle ist da immer oder ganz oft ein starker Wind. Und es ist, wenn die Wolken da sind, eben auch eisig kalt. Im zweiten Jahr kam dazu Bernd Müller. Bernd Müller, ich habe die Bücher hier hingelegt, ist auch einer der Hauptautoren der Geometry Treat Mods of Europe, also dieser Buchreihe, die Axel Hausmann in den letzten 20 Jahren herausgegeben hat. Hier am Berg ansteigend mit weit über Mitte 70, unser ältester Teilnehmer. Und Thomas Müller, auch aus unserer entomologischen AG, aus Erbach, also Ulmer Ecke, war auch mit von der Partie. So, das war der Vorspann. Jetzt kommt Rudolf Kitschelt. Rudolf Kitschelt war ein Wiener, eigentlich Maschinenbauingenieur. Die Eltern hatten eine Firma, eine Gießerei. Und er war Lepidopterologe, Alpinist, also wirklich ein Bergläufer. Er war Einzelgänger und er war jemand, der, das steht im Nachruf von Hans Reißer, seine Sammlung mit unendlicher Liebe pflegte. Er hat dann 1925 im Eigenverlag auch die Großschmetterlingsfauna Südtirols selber herausgegeben und publiziert. Und man muss sagen, er war einer der allerbesten Kenner der Schmetterlinge, der Großschmetterlinge Südtirols. Zumindest seiner Zeit, wahrscheinlich auch heute noch. Ja, jetzt kommen die Hintergründe zur Art. Warum ausgerechnet Psodos werlii, so ein kleines schwarzes Tierchen? Die Art ist von ihrer Biologie so sehr interessant. Sie ist die einzige Euniwale, also ausschließlich über der Schneegrenze lebende Schmetterlingsart, vielleicht sogar Tierart der Alpen. Das heißt, sie ist nie tiefer gefunden worden und kann sich auch tiefer nicht entwickeln. Und ihr Areal ist weltweit nur auf zwei Teilgebiete beschränkt, die hier in einer Karte aus dem GME mal dargestellt sind. Die beiden Punkte, der, wenn man drauf guckt, linke Punkt ist Zermatt, das Vorkommen um Zermatt, und der rechte Punkt ist das Vorkommen in der Ortlergruppe. Dazwischen kommt die Art möglicherweise noch vor und vielleicht auch auf anderen Bergen, aber es ist ebenso schwer, sie zu finden. Deswegen ist es in ungefähr 100 Jahren noch niemand gelungen. Die wissenschaftliche Entdeckung der Art geht eigentlich zurück auf Eugen Werli, auf einen Basler Augenarzt, der seine Sammlung übrigens nach Bonn gegeben hat. Die Sammlung Werli kann man dort untersuchen. Und er fand die Art dort im Sommer 1918 und die Art wurde auch gleich von Vorbrot beschrieben. Und sie wird in diesem Gebiet bei Zermatt eben immer wieder gefunden, also eben auch in der Zeit, in der wir dort waren. Natürlich nicht in jedem Jahr und nicht jedes Jahr gelingt das, aber es gab immer wieder Funde. Es gab Funde in den 80er Jahren und dann eben auch wieder in den späten 2010er Jahren durch Jörg Schmidt. Das Buch von Jörg Schmidt halte ich hier auch nochmal hoch. Das ist ein ganz tolles Teil im Hauptverlag erschienen. Die Kleinschmetterlinge der Alpen. Natürlich ist da nur eine Auswahl drin behandelt. Aber als einzige euniwale Art hat er eben auch Psodos werlii hier in diesem Werk vorne abgebildet. Ja, das Tragische ist, dass Kitschel die Art eben schon im Jahr 1914 fand. Also der Erstfund ist eigentlich einige Jahre vor Eugen werlii passiert, 4 Jahre vor der Urbeschreibung. Aber das kommt noch, warum er die Art nicht beschrieb oder nicht weiter das bekannt machte. Und es gibt nur noch einen zweiten Nachweis oder eine zweite Serie. Das 1914 war ein Einzelstück, im Jahr 1935 durch Kitschelt. Und ja, und das ist eben das, was aus dem Ortlergebiet bekannt war. Und nachdem wir unsere erfolglose Vorexkursion 2004 absolviert hatten, die Bilder hatte ich anfangs gezeigt, sind wir 2021 wieder losgezogen. Und zwar deswegen, weil inzwischen in den 2010er Jahren die Art ja in der Schweiz wiedergefunden wurde. Und Norbert und ich uns sagten, dass es einfach unsportlich wäre, an eine Stelle zu gehen, wo das ja nur jetzt geklärt ist. Und wir haben uns dann einfach für die schwierige Variante entschieden für die Ortlergruppe. Genau, hier nochmal ein paar Hintergründe zu dem Erstfund. 1. August 1914, also jeder von uns weiß, was im Jahr 1914 passiert ist. Der Fund dieser Art, die er damals noch nicht bestimmen konnte, gilt neben der Colistygia kitschelti, die ist aus dem Adamello, also auch so einem tollen Berggebiet, als eine der beiden bedeutendsten Entdeckungen Rudolf Kitschels.
Aber der Erste Weltkrieg war da schon ausgebrochen, als er die Art gefunden hat. Und für Jahrzehnte waren keine weiteren Nachsuchen für ihn mehr möglich. Kitschel hat seinen spektakulären Fund aber trotzdem nicht veröffentlicht. Wir sehen hier das Originaletikett. Ich habe das Tier ausgeliehen aus dem Wiener Naturhistorischen Museum. Wir sehen, er steht nur Ortlergruppe. Es gibt keine Angabe, wo genau das ist. Es gibt eine ziemlich exakte Höhenangabe, das Datum. Und wir sehen auch hier schon, 1936 stirbt Kitschel schon. Ja, und das habe ich in einer neuen Züricher Zeitung gefunden. Und diesen Satz fand ich so treffend, dass ich ihn hier vorlesen möchte. Ab dem 23. Mai 1915 verliefen die Kriegsfronten nicht mehr nur im Tal. Italien erklärte an diesem Tag Österreich-Ungarn den Krieg, wo im Jahr zuvor noch Touristen ihre Sommerfrische verbracht hatten, und Kitschel war im Grunde so ein Sommerfrischler, war plötzlich ein Kriegsschauplatz aus Wanderwegen, waren Schützengräben geworden. Der Krieg hatte nun auch die abgelegensten Regionen der Alpen erfasst. Ja, das ist leider heute wieder aktueller denn je. Und weil das eben für ihn nicht möglich war, er hatte nur ein Einzelstück, er war ein sehr sorgfältiger Lepidopterologe, hat er das eben nur präpariert, in seine Sammlung gesteckt und hat dann 1918, als die Urbeschreibung von Vorbrot erschien, die übrigens ohne Abbildung ist, vermutet, dass er eben auch Psodus werlii gefunden hat. Aber auch in der Fauna 1925, die ich ja anfangs gezeigt habe, das Buch, veröffentlicht er seinen Fund nicht, er hält ihn offensichtlich geheim. Und das Etikett, ich mache mal hier die Pfeile hin, spricht meiner Meinung nach auch dafür, dass er eben nicht den Berg nennt, sondern nur ganz allgemein die Ortlergruppe, die riesig ist und wo man natürlich als Nachsuchender zunächst an den Ortler denkt, wo man die Art nie finden wird. Halt, das war etwas zu eilig. 21 Jahre später ist Kitschel wieder vor Ort. Im österreichischen Teil, Südtirol gehört dann nicht mehr zu Österreich, kann ja schon reisen, aber eben nicht mehr in Südtirol. Und er erbeutet 1935 nochmal 5 Männchen. Also offensichtlich ist er dafür auch mindestens 3-mal aufgestiegen, vielleicht auch öfter. Und er veröffentlicht dann im Dezember 1935 seinen Artikel Psodus werlii, Vorbrot in den Ostalpen. Und ein halbes Jahr später, im Januar 1936, verstirbt er überraschend mit 67 Jahren. Und er hat weder verraten, wo er die Art gefunden hat, noch hat er jemals weiter über diese spektakuläre Entdeckung forschen können. Ja, jetzt kommt der Wiederentdeckungsteil. Wir beginnen aber mit dem Untersuchungszeitraum 2022, in dem wir noch nicht erfolgreich waren, in dem wir nicht mehr erfolgreich waren. Und deswegen habe ich auch die Folie betitelt, hätten wir im Jahr 2022 begonnen, Punkt, Punkt, Punkt. Also die Gruppe besteht damals aus den genannten Personen, Michael Falkenberg, Bernd Müller, Thomas Müller, Norbert Pöll, Franz Führinger und ich. Wir sind dort auf die Lateinspitze gestiegen, die zur Ortlergruppe gehört und die dem Fundort recht nahe liegt. Hier ein schönes Panorama auf die Königsspitze, Zebru und Ortler. Bei unserem Aufstieg haben wir natürlich im Morgengrauen oder im Dunkeln noch die Kopflammen blitzen sehen, wenn hier am Grat die Truppenteile, die täglich den Ortler besteigen, aufbrechen. Und die Idee, auf die Wateinspitze zu gehen, kam von Norbert. Der hat nämlich recherchiert, das ist die Wateinspitze, dass es hier einen entsprechend exponierten Hang gibt, der als Lebensraum für Psodus werlii geeignet sein könnte. Und deswegen mussten wir also hier irgendwie hoch. Genau, das geht bei der Wateinspitze eben nicht in einem Tag, da muss man bivakieren. Dafür war 2022 gutes Wetter. Wir bivakieren hier auf 2600 Meter. Das ist ein Mordsgaudi, wer da Spaß hat. Man schläft natürlich schlecht und man muss früh aufstehen. Es wird dann ausgelost, wer die anderen früh zu wecken hat. 3.45 Uhr ist Wecken. Das Los fiel auf mich. Ich hatte dann den schlechtesten Schlaf und musste die anderen höflich aus ihren Zelten rauskomplimentieren. Und da bekommt man früh natürlich nicht nur nette Sachen gesagt. Aber es hat alles gut geklappt. Wir haben unsere Ausrüstung in einer Steinreise versteckt, in einer Blockflur und sind dann aufgestiegen. Hier dieses schöne Bild des Alpenglühens unterwegs aufgenommen, also Wecken 3.45 Uhr, Start 4.30 Uhr, war alles verpackt, Frühstück gibt es nicht, nur was zu trinken und dann geht es los. 6 Uhr haben wir diesen Punkt erreicht und dann geht es weiter. Hier sind wir schon 6.25 Uhr auf der Höhe des Rosim-Ferners. Und hier mal ein Blick zurück vom Norbert ist das, glaube ich, genau beim
Besteigen des Schuttkegels der Wattenspitze. Das ist alles gut möglich. Es gibt nur wenige Stellen, die vor allem im Laufe des Tages gefährlich werden, weil der Permafrostboden dann schmilzt und dann der Berg anfängt zu rutschen. Da hat uns die Bergwacht auch vorher gewarnt. Und da können dann durchaus auch mal Kleinwagen große Stücken runterkommen, die einen nicht erwischen sollen. Ja, es geht weiter. 7 Uhr geht es dann vom Gletscher weiter. Der Gletscher war in dem Jahr, man sieht es schon, überhaupt nicht mehr schneebedeckt. Man läuft hier auf dem blanken Eis. Das Eis hat die Konsistenz von Sandpapier, nur dass die Sandpapierkörner so groß wie Bahnschotter oder größer sind. Und man findet da nicht so gut Halt mit Bergschuhen und Stöcken. Aber wir haben es geschafft. Um 8 Uhr waren wir sozusagen am Arbeitsplatz. Wer das Winterbild vorhin im Blick hatte, der erkennt diesen Südabfall wieder. Also das ist unser vermuteter Lebensraum oder die Vegetation, die Gebiete hier drunter. Dass man hier nur Steine sieht, mag täuschen. Dazwischen ist überall Vegetation, das zeige ich nachher noch. Ja, und Norbert Pöll, der ja ein richtiger Bergfex eben ist, der hat dann natürlich auch sich das nicht nehmen lassen, auf die Wattenspitze zu steigen. Und den Blick von da oben, der ist jetzt nicht nur für ihn erhebend gewesen, der ist auch für uns sehr aufschlussreich. Wir sehen hier sehr schön potenzielle weitere Lebensräume. Wir sehen hier die Schildspitze, die mittlere Pederspitze und die Plattenspitze. Und wir sehen sehr schön, dass diese Bergspitzen alle oberhalb des noch ewigen Eises sind. Genau, also kurze Zusammenfassung für das Jahr 2022. Wir sind 11 Tage im Gebiet. Es sind aber nur 5 Besteigungen möglich, die eine eben mehrtägig, weil bivakiert werden musste. Womit wir nicht gerechnet hatten, es gab keinen Betrieb der Bergbahn. Die Bergbahnen wurden gewartet. 2021 zu Pfingsten erinnern sich viele noch an dieses große Unglück in Italien. Da ist so eine Gondel abgestürzt mit, ich glaube, 11 Personen. Und deswegen haben die ganzen Bergbahnbetreiber die Auflagen alles, ja, revidieren zu lassen. Für uns bedeutet das aber, dass wir eben kaum ins Untersuchungsgebiet gekommen sind, weil wenn man schon 800 Höhenmeter von der Bergbahn abgenommen bekommt, dann ist man natürlich wesentlich schneller oben im Gebiet. Und wir hatten ein zweites Problem, also das, was wir erst für besonders positiv gehalten haben, die Trockenheit, weil man dann nämlich oben bivakieren kann, das hat möglicherweise dazu geführt, dass wir die Art nicht gefunden haben, denn die Schnee- und Firnfelder waren weitestgehend weg. Die Vegetation vertrocknet oder schon verblüht. Das heißt, das Jahr war irgendwie schon einen Monat weiter. Also wir haben verschiedene Besteigungen gemacht, die ich jetzt alle nicht im Detail vorlesen will. Wir waren am 12.07. oben, haben kalten Nordwind gehabt. Die Bergwacht hat uns geholfen. Die haben einen Jeep, mit dem sie uns gelegentlich hochgefahren haben, aber dann nicht runter. Dann mussten wir 1600 Meter absteigen. Aber auf alle Fälle war man relativ schnell früh oben. Dann bei besseren Wetterbedingungen wieder. Aber immer nur die Begleitarten, so das Alticularia, Sciadia tenebraria. Michael hat, genau hier ist der Kescherfang von Michael, immerhin noch eine seltene Psoddus bentelii gefunden, eine Psoddus-Art, die wir noch seltener gefunden haben. Dann kommt diese Exkursion auf die Wattenspitze mit Biwak, auch Aufstieg ab 4 Uhr, 4 Stunden bis 3400 Meter hoch, im Gebiet bis 13 Uhr. Dann muss man mit dem Abstieg beginnen, weil man ja irgendwie noch am Tag wieder runter muss und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Versuche 2022 waren ohne Erfolg. Und wenn wir nur dieses eine Untersuchungsjahr gehabt hätten, dann hätten wir gesagt, na klar, Gletscherschwund, die Art ist weg, die ist schon ausgestorben, die ist nicht mehr da. So sah es nämlich 2022 aus. Es gibt ja da oben Bergkameras, die tolle Bilder machen. Das ist die Kamera von der Butzenspitze. Und wir sehen die Schneesituation im Juli, hier 18. Juli 2022. Und wenn wir das vergleichen mit der Schneesituation 2021, ich kann mal hin und her springen, dann sieht man, dass es völlig anders ist, auch bei schönem Wetter. Selbst auf der Butzenspitze liegt ja überall noch Schnee. Wir haben im Juli 2021, wir sind ja auch immer wieder in unser Basislager runter nach Sulden, solche Morgen erlebt, an denen plötzlich der Ortler komplett neu eingeschneit ist. Also hier am 26. Juli bis in tiefe Lagen unter Neuschnee. Und das haben wir für ungünstig gehalten. Möglicherweise war das die Ursache dafür, dass wir die Art gefunden haben. Ein kurzer Exkurs zum Gletscherschwund. Wir haben ja 1850 die Maximalausdehnung der letzten Vergletscherung. Insofern sind die Vergleiche, die man heute zieht, nicht ganz fair. Aber wenn wir den bekanntesten Gletscher der Alpen nehmen, am Großglockner, die Pasterze, und gucken uns den 1850 an und schauen, wie der heute aussieht,
dann sehen wir, dass dort eben sehr, sehr, sehr viel Flüssigkeit, also Eis, inzwischen fehlt. Und ja, der Bericht des IPCC zeigt uns ja auch ganz deutlich, wie das um die Erwärmung aussteht. Also hier haben wir die vorindustrielle Zeit und hier jetzt vor allen Dingen diese massiven Anstiege ab dem Jahr 1960. Ja, das mal so als kurze Erklärung dafür. Und selbst die Süddeutsche, ich habe es mal da vorne hingelegt, titelte irgendwann im Januar, 27. Januar, mit diesem Bild. Und man sieht es im Magazin sehr schön, das mutet fast an Christo an. Also was die Schweizer da veranstalten, da werden die Gletscher inzwischen mit Plastikfolienplanen verpackt. Aber nicht etwa aus Klimaschutzgründen oder nicht etwa, weil man damit die Gletscher retten will, sondern weil es einfach ökonomischer ist, die Gletscher vor dem Abschmelzen zu schützen, als den Schnee, als Kunstschnee wieder neu auf die Skigebiete. Wir sehen ja hier oben einen Skilift zu beschneien. Also das ist eine reine finanzielle Kalkulation. Das Abdecken der Gletscher kostet so viel, das Beschneien kostet so viel, das Abdecken ist billiger. Ja, das mag uns so ein bisschen an die Zukunft gemahnen. Das ist jetzt noch vom Januar, da war der IPCC-Bericht dann veröffentlicht worden, die Temperaturentwicklung, wie sie uns in der Zukunft voraus... Also das ist noch nicht mal die Zukunft, das ist das, was inzwischen passiert ist. Die Zukunftsprojektion hatten wir in der anderen Grafik gesehen. Ja, wir sind nochmal optisch zurück auf der Bad Hainspitze und schauen auf die hintere Schöntaufspitze. Und wenn man von dort rüber schaut, dann kriegt man insbesondere ein Gefühl dafür, dass das ist nämlich hier der Lebensraum der Art, dass diese Lebensräume, also der einzige, der bis jetzt bestätigt ist, dass diese Lebensräume wirklich über den Eis- und Schneefeldern liegen. Der Langenferner, der dann zur Zufallspitze und zur Cevidale hochgeht, und hier der Rosinferner, von dem nicht mehr allzu viel übrig ist, aber immerhin noch sind wir über dem Schnee. Das ist dieser gleiche Gipfel, hintere Butzenspitze von der Südseite, also von der Seite aus, wo man die Art suchen muss. Also so sieht die von oben aus. Also wer die wiedererkennen will, erkennt die sehr schön an diesen beiden Aufbauten. Da erkennt man sie nämlich auch von der Nordseite aus. Hier sieht man diese Aufbauten und hier sieht man den Rosinferner darunter, der hier noch ein bisschen überschwappt, der früher viel größer war. Hier ein Bild aus dem Jahr 2006 und eingezeichnet vom Norbert Pöll, die Ausmaße, die der Rosinferner heute noch hat. Also 2022, als wir hochgestiegen sind. 2021, das hat sich herumgesprochen, waren wir erfolgreich. Wir hatten in der Zeit 7 Besteigungen immerhin durchführen können. Und unser vermeintliches Problem, die Niederschläge, waren vielleicht unser Glück. Am 21.07. war unser Student, der Martin Sauter, das erste Mal oben. Und er wusste natürlich noch nicht, dass die Art so extrem selten ist, dass es nicht einfach reicht, ein paar schwarze Falter dort oben zu fangen und wieder runterzukommen. Dann waren wir am 22.07. oben mit dem Wissen, dass es eine extrem seltene Art ist und haben uns hunderte kleiner schwarzer Falter angeguckt und haben kein Pseudosphärli gefunden. Und dann hatten wir die Bergwacht überredet, uns doch um 5 Uhr abzuholen und hochzufahren bis zu den Schneefeldern. An dem Tag konnte man nicht so weit, oder in dem Jahr konnte man nicht so weit hochfahren wie 2022, sodass wir nur noch 400 bis 500 Höhenmeter zu absolvieren hatten. Haben am Madridschoch 6.15 Uhr kurz Pause gemacht, im Zielgebiet 7.40 Uhr gewesen. Um 9.35 Uhr, ich war gerade auf der Spitze des Berges, kommt eine Nachricht von Michael, wir können nach Hause fahren, wir haben sie. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt wissen wir, wie es geht. Die Art ist da. Und wir wussten überhaupt nicht, wie es geht. An dem gleichen Tag hat Michael um 12.30 Uhr noch einen total zerfetzten Falter der Art gefunden. Und das war's für den Tag. Das ist übrigens der Gute gewesen vom Morgen. Das ist später auch das Pressefoto geworden. Ja, und dann geht es halt immer schön weiter. Am 24. waren wir wieder oben. Nee, stimmt nicht. Da waren nur 2 oben, der Norbert Pöll und der Franz Püringer. Dann schon mit seiner gebrochenen Hand. Er hatte nämlich beim Schmetterlingsfang, beim Sturz in die Schotterfluren, sich einen Finger gebrochen, musste eingegipst werden. Und er hat dann aber tatsächlich mit seinem gebrochenen Finger um 9.55 Uhr, also auch wieder relativ früh am Morgen, ein Tier beobachtet, was sich unter einer Steinplatte verkroch und hat das vorsichtig freigelegt. Und tatsächlich, das war wieder die gesuchte Art. Am 25.07. waren wir oben, 2 Nachweise durch unseren Studenten. Michael hat auch den besten Fangplatz sozusagen, an dem er die Art nachgewiesen hat, an den Studenten abgetreten, weil der einfach die elastischsten Knochen hat.
und die wenigste Angst, sich dort langzulegen. Am 28. dann gab es mehrere Tage so schlechtes Wetter, dass wir nicht hoch konnten. Am 28. waren wir bei schlechtem Wetter oben ohne Ergebnis und am 29. nochmal 3 Funde um 10 Uhr, 25, 11.30 Uhr und 12 Uhr. Das war zu zeigen, die Art ist also noch da. Ja, so schick sieht das aus bei schönem Wetter mit so einem Jeep, aber 2021 sah es ja bekanntlich so aus. Also die Schneefelder waren da und dann mussten wir halt vor den ersten Schneefeldern umdrehen und weiterlaufen. Trotzdem ein großer Dank an die Bergwacht. Die Bergwacht ist mit wirklich beteiligt, dass dieser Wiederfund geglückt ist. Und das ist dann das Foto, was natürlich nicht im freien Gelände entstehen kann. Das ist hier ein saugender männlicher Falter von Pseudo Sverli am Alpenmannsschild. Und das haben wir dann auch für die Pressemitteilung benutzt. Und die Pressemitteilung danach haben wir in Italienisch und Deutsch gemacht, weil sich das einfach so gehört, weil wir in Italien unterwegs waren, auch wenn da Deutsch gesprochen wird. Und das war eine der Pressemitteilungen, die am dankbarsten aufgegriffen wurde. Wir machen ja hier als Museum öfter Pressemitteilungen und machen das auch für große wissenschaftliche Werke, an denen man jahrelang gearbeitet hat. Und da gibt es oft keine Resonanz auf diesen Wiederfund, der übrigens genau, die Pressemitteilung kam am 9.8., genau einen Tag nach dem negativen IPCC-Bericht raus. Und da konnten wir sozusagen die positive Botschaft bringen, also wenigstens der Gletscherspanner ist noch da und das wurde von über 70 Zeitungen gedruckt. So, jetzt sind wir ja nicht nur ein Schmetterlingslepidopterologen, uns interessiert natürlich auch, was da sonst noch rumfliegt. Wir haben da oben folgende Arten beobachtet, die ich hier kurz im Bild vorstelle. Einmal den Alpenweißling, Poncia calidice, dann Pyrrhus rape habe ich unterschlagen, weil den wirklich jeder kennt. Das ist unser ganz normaler kleiner Kohlweißling. Der kleine Fuchs, der kommt dort oben auch vor und der ist auch beim Saugen schön zu beobachten. Er entwickelt sich da oben nicht, er ist da oben ein Gast. Aber er ist, oder gerade die Aglais sind dafür bekannt, in die allergrößten Höhen aufzusteigen. Es gibt eine Schwesterart, Aglais kashmirensis, die im Himalaya bis über 5000 Meter gefunden wird. Ja, dann gibt es den Felsenmohrenfalter, den wir dort oben sehen konnten, und den Eismohrenfalter. Wir sehen, je Eis, desto schwarz. Also die Arten müssen da oben natürlich Sonnenenergie aufnehmen. Und auch das Fliegen der Falter passiert ganz dicht über dem Grund. Die fliegen nie hoch. Die fliegen wenige Zentimeter über diesen Felsfluren. Und dort, wo es eben noch durch die Insolation am wärmsten ist. Die Insolation ist übrigens auch nicht zu unterschätzen. Man braucht dann einen guten Sonnenschutz und einen guten Lichtschutz. Ich habe selber die Dummheit besessen, am ersten Tag mein Gesicht nicht gut genug zu schützen und hatte dann einen Sonnenstich nach dem Erstfundtag, musste einen Tag unten bleiben. Also das passiert da oben schnell, später waren wir besser vorbereitet. Ja, dann ein kleines Bärchen, Setina aurita, die fliegt da oben rum und entwickelt sich da oben auch. Dann für die Zygen-Spezialisten Zygena exulans, auch eine Art, die eine zweijährige Entwicklung hat, aber offensichtlich trotzdem jedes Jahr gefunden wird. Dann gibt es dort Spanner, die man am Tage aufscheucht, wie diesen Steinspanner. Und da sagt man ja, das sieht ja aus wie jede x-beliebige Art. Es gibt eine ähnliche Art, Myrtelader, die fliegt eben schon 1000 Meter tiefer. Aber die Art da oben, die hat Brachyptere Weibchen, also mit flügelreduzierten Weibchen, dicke Eitonnen, die da spazieren gehen. Die Weibchen findet man natürlich nicht, aber der Michael war so gut und hat eine Raupe ausgezüchtet und zum Falter gebracht und auch das Foto gemacht. Das sind die Raupen, die man findet, hier übrigens an Saxifraga oppositifolia. Ja, und dann gibt es eben diese ganzen Schwarzen, unter denen man den Pseudo Sverli, den Gletscherspanner, suchen muss. Der finstere Alpenspanner, da gelingt es dann mit einer gewissen Erfahrung, nicht mehr jeden ins Netz zu nehmen oder sogar relativ schnell, weil die ein bisschen größer sind und dadurch durch die andere Flügelspannweite einfach einen ganz anderen Flug haben, also ein anderes Flugbild. Hier sehen wir ein Weibchen von der Sciadea tenebraria bei der Eiablage. Die Weibchen sind schon ein bisschen kritischer, weil die sind wesentlich kleiner und völlig schwarz auf der Oberseite. Hier mal sehr schön dokumentiert. Also im linken Bildteil ist das Eigelege zu sehen, was hier gerade gelegt wird, wie die ihre Eier unter die Steine legen, also nicht an Pflanzen. Und die Entwicklungszeiten in der Höhe sind alle mindestens zweijährig. Ja, dann unser stärkster optischer Konkurrent, Pseudos alticularia, also der in der Höhe lebende, wie der lateinische Name sagt, der auf den Steinen schön sitzt und der sehr schön blau schillern kann.
Hier sieht man noch ein anderes Foto, wo es ein bisschen anders schillert. Das macht der Pseudos Verdi nicht. Oder hier ein toll gezeichnetes Exemplar mit einem schönen Foto von Michael, wie er sich sonnt, also diese Arten sonnen sich dort. Dann gibt es eine Art, die wir noch seltener gefunden haben als Pseudos Verdi, Pseudos Alpinata. Da gibt es nur einen Nachweis von der Wateinspitze vom Jahr 2022. Und auch, die ist aber in tieferen Lagen häufiger. Und auch die Pseudos Benteli haben wir seltener nur gefunden. Bentelis Gletscherspander. Ja, und hier nochmal ein Überblick über die ganzen Fotos, die wir im Hotel dann, also im Studio von Pseudos Verdi gemacht haben, in der Hoffnung, diese Fotos dann später einfach zu haben. Es ist so, wenn man die Tiere mit runternimmt und dann sich ein Studio baut, dann hat man nicht allzu viel Zeit. Am Abend kann man die noch fotografieren, am nächsten Morgen sind die sehr aktiv und dann sind die mit diesen hohen Temperaturen im Tal auch nicht gut klargekommen, sondern sind relativ schnell dann auch verstorben. Ja, dann haben wir natürlich auch Kleinschmetterlinge da oben gesehen. Da möchte ich auch noch ein paar vorstellen. Die Arten in blauer Schrift sind vom Aufstieg. Aber was sehr interessant war, dass die ganz normale Kohlschabe, also eine sehr weit verbreitete Art, sich auch da oben entwickelt. Diese netzförmigen Kokons sind vom Norbert Pöll unterm Stein gefunden worden und zeigen, dass die Art dort oben eben auch sich entwickeln kann, obwohl die auch im Schwarzwald zum Beispiel gefunden werden kann. Also eine Art ist, die eine wesentlich tiefere Verbreitung hat. Dann gibt es Arten, die wir beim Aufstieg beobachtet haben, wie zum Beispiel Arten, die sich an Silberwurz entwickeln, Andryas octopetala, also einer Pflanze, die hier in der Nacheiszeit mal unsere Vegetation dominiert hat, aber die viel tiefer vorkommt. Hier sieht man mal eine Blüte von Andryas octopetala. Dann wieder eine Art mit brachypteren Weibchen, Sattleria, nach Klaus Sattler benannt, die Gattung. Auch hier sieht man, dass die Flügel zwar, also hier sieht man das Männchen, aber wir sehen hier, die weiblichen Flügel sind nur noch so lanzettförmig und diese Tiere, die hüpfen und rennen eher und das ist sicherlich eine Anpassung an diesen starken Wind da oben, damit die Weibchen nicht so leicht verdriftet werden. Ja, auch hier bei Sphaleroptera alpiculana gibt es wieder Brachypterie, das deutet immer darauf hin, dass die Arten dort oben wirklich heimisch sind, hochalpin. Dann wieder eine Art, die weiter, nee, auch die da oben sich entwickelt, allerdings polyphag ist. Eine Tortrizide von der Wateinspitze, die Aterpia andereggana, die wir nur 2022 hatten. Asata aethiopiala, wieder eine Art, die weiter tiefer vorkommen kann, genauso auch die Udea alpinalis. Aber jetzt kommen wir wieder in die hochalpinen Geschichten, das ist, glaube ich, sogar ein Freilandfoto von Michael, von der Oreina lugubralis. Das sind alles Arten, die ich bis jetzt gezeigt habe, die nur einzeln da waren, aber wirklich häufig ist Eudonia wallesialis. Und wer sieht den Falter? Also ich übertreibe es, aber man kann fast keinen Stein fotografieren, ohne dass sich eine Eudonia wallesialis irgendwo sitzt. Genau, der Pfeil zeigt ja drauf. Ist er zu erkennen? Ja. Aber es gibt natürlich auch schöne Fotos von Michael hier in Kopula. Das war mit Abstand die häufigste Schmetterlingsart dort oben. Das sind wieder Arten des Aufstiegs, die Catoptria-Arten, die sich an Gräsern bekanntlich entwickeln. Und dann hier noch den sogenannten Moränenzünsler, wo aber die Artberechtigung umstritten ist. Ja, das war so an Schmetterlingen dort oben zu sehen. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo lebt denn Pseudos Verdi da oben? Dieser Stein, den irgendwann Michael als sein Rentnerbänkle titulierte, war sozusagen der beste Platz, um überhaupt der Art habhaft zu werden. Wir sehen das Schneefeld noch im Hintergrund. Und hier sehen wir den Stein und wir sehen dieses Schneefeld. Ich gehe mal mit dem Mauszeiger drauf, was eben 2021 da war und 2022 eben nicht, wie wir gleich sehen werden. Und wer auf den Pfeil schaut, sieht dort Martin in Aktion. Ich vergrößere ihn mal raus. Und also auf diesen Schotterfluren zu joggen oder zu rennen, da braucht man wirklich sehr viel Kollagen noch in den Gelenken. Also bei uns, wo die Dübelmasse im Gelenk schon härter geworden ist, ist das echt problematisch. Ja, und eine unserer Überlegungen war, und das haben wir auch schon öfter gehört, dass gerade diese Arten, die im hochalpinen Bereich sind, besonders eben an den Grenzen von Schneefeldern zu finden sind. Und Michael war der Einzige, der das wirklich
Okay, gut. Also wir sind an dem Schneefeld und uns war bekannt, dass eben insbesondere hochalpine Arten den Schneefeldern folgen, weil an den Schneefeldern immer eine Kante ist, an denen der Schnee taut und dort sich auch Vegetation entwickeln kann und viele Arten eben besonders in diesen feuchten Bereichen nachzuweisen sind. Und die Beherzigung dieses Wissens durch Michael hat dazu geführt, dass er eben auch den ersten gefunden hat. Und wir haben auch im weiteren Verlauf alle Tiere, obwohl der ganze Berg abgesucht wurde, immer nur in dieser Gegend gefunden, wo das Schneefeld war. Hier sehen wir das Schneefeld mal an diesem, ja, das ist ein südsüdöstlich exponierter Grat. Und der Pfeil zeigt eben auf die Fundstelle. Hier mal die Schöntaufspitze mit der gesamten Fundsituation. Und das ist eben das Jahr 2022. Weit und breit kein Schnee, weit und breit kein Schmetterling, weit und breit nur noch verblühte Vegetation und möglicherweise auch der Grund dafür, dass man nichts finden konnte. Wir haben dann simuliert, also hier sind nochmal die Stellen, also ich gehe mal auf die Pfeile, also dieser Pfeil zeigt aufs Rentnerbänkle. Das Weiße hier ist ein von uns in Verzweiflung ausgelegtes weißes Leintuch, in der Hoffnung, dass das optisch Schnee simulieren könnte. An dieser Stelle war das große Schneefeld. Es hat aber nicht funktioniert, also diese weißen Tücher werden durchaus von Insekten angeflogen, aber nicht von unserer Zielart. Das sieht dann so aus, dann beschwert die dann mit Steinen und dann guckt man, ob da was passiert. Im Übrigen ist die Tätigkeit dort oben am Berg sowas, was man mit Männern, die auf Steine starren, beschreiben kann. Also man hat dort keine freien Valenzen, irgendwie mit Leuten zu reden oder miteinander groß zu reden. Man muss sich wirklich auf die Steine konzentrieren und jede noch so kleine Bewegung versuchen wahrzunehmen. Der Moment, um so ein Tier zu erwischen mit dem Netz, das sind wenige Sekunden und dann ist es auch schon wieder weg. Ja, der Lebensraum, und da hilft mir auch ein bisschen das, was der Jörg Schmidt aus der Schweiz publiziert hat. Das scheint nämlich auch in diesem riesengroßen homogenen Gebiet in der Schweiz so zu sein, dass in diesen riesigen Felsgebieten die Art nur ganz punktuell vorkommt und das scheint Bereiche zu sehen, in denen sich regelrecht Permafrostboden bildet. Also dort, wo nicht nur Schotter liegt, sondern wo eben auch Boden da ist. Wir sehen, dass das ein Permafrostboden ist, weil hier gerade der Boden aufreißt durch die Schwerkraft. Der Permafrostboden taut. Wir wissen, das ist ein Grund dafür, dass es an den Bergen immer gefährlicher wird, weil eben Steine abrutschen und die Bergwanderer und Alpinisten bedrohen. Und das ist so eine Stelle, wo dann eben auch so kalte Höhlen vorhanden sind, wo Vegetation vorhanden ist und wo irgendwo dann vielleicht auch die Nadel im Heuhaufen, also im Prinzip die Raupe, zu suchen sein wird. Das nochmal das ganze Ensemble von dem Hintergrund von Königsspitze, Zufallsspitze und Cividale. Dann kann man das ungefähr einordnen. Das ist der Blick jetzt nach Westen. Den geologischen Untergrund hat die Michaela Spieske hier aus dem Museum bestimmt. Wir wussten aus den Publikationen von Eugen Werli bereits, dass die Art nicht auf Kalk vorkommt. Große Teile des Ortlermassives sind ja Kalk, gerade die hohen Berge, die ich gerade gezeigt habe. Also wir sind hier im Urgestein und das Gestein ist hier im Bild zu sehen. Wir sehen, das ist uralt. Wer sieht auch hier den Schmetterling? So, das ist das Gestein. Genau, also das Gestein. Wir haben Handstücke mit runtergenommen. Das ist ein metamorphes Gestein. Es ist natürlich ein Mischgestein, Übergangsbereich. Glimmerschiefer zu Quarzphyllit, also auf alle Fälle ein saures Gestein. Das Alter ist variszisch. Da hat jemand, also man könnte auch sagen präalpidisch, also das Alter dieses Gesteins ist also deutlich vor der Bildung der Alpen. Die vermutlichen Inhalte sind hier nicht so wichtig. Es ist auf alle Fälle kein Kalkgestein, sondern ein saures Gestein. Und das deckt sich auch mit den Gesteinen, die in Zermatt gefunden werden. Da hat Werli allerdings damals noch geschrieben, dass sich das Gebiet inselförmig in einem Gebiet befindet, das er als oberpenninische Dent-Blanche-Decke bezeichnet hat, nach Geologie der Schweiz. Das ist heute möglicherweise veraltet mit den Funden, die inzwischen auch östlich des Fispertals geglückt sind in den 80er Jahren. So, was gibt es da oben für Pflanzen? Ich hatte ja schon gesagt, die Art lebt dort nicht im blanken Stein. Sie ist ja schließlich keine Steinlaus. Wir haben immer an den Stellen, wo Wasser zusammenläuft, blühende Polsterpflanzen zu sehen. Und das an erster Stelle auch die Saugpflanze, die wir ausgewählt haben, an der die Art auch gerne saugte, der Alpenmannsschild auszuwählende, zu bringende Primulaceae. Dann ganz wichtig, das ist Saxifraga oppositifolia, also die
Blätter sind immer gegenblättrig, daran erkennt man das gut, mit im Vergleich zu den Blättern riesigen Blüten. Bergsteiger haben mir davon berichtet, also der Alfred Karlefan, der letzten Monat da war, dass das manchmal aus den blanken Felsen schon ganz früh im Jahr blüht, also eine Pflanzenart, die auch schon sehr früh im Jahr als Nektarpflanze zur Verfügung steht und die eben eine potenzielle Nahrungspflanze auch ist. Hier mal von Namen, hier sehen wir sehr schön diese gegenüberstehenden Blätter, Oppositifolia. Und das ist dann der verblühte Zustand, der sehr schnell eintritt. Die Pflanzen blühen da oben nicht lange. Und in einem solchen Polster sind hier, das ist ein Arbeitsfoto mit dem Handy, zwei Arten sind es, in drei Exemplaren. Also hier die gelben Pfeile bezeichnen die Celibaria, also diesen Spanner, diesen grauen Steinspanner, der die Brachypteren Weibchen hat. Da ist noch eine vierte, genau, die habe ich gar nicht. Sehr gut, ah, toll. Also das ist auch Celibaria, das wäre dann schon Nummer 3. Und hier ist eine Psodos-Raupe und das lässt natürlich dann das Herz des Finders höher schlagen. Aber es war eben nur Psodos alticularia, eine Art, die an sich eigentlich auch was ganz Besonderes ist, nur die dort oben in dem Gebiet sehr häufig vorkommt. Ja, man findet auch Puppen beim Steine drehen. Das sind Puppen von Eudonia valesialis, also von diesem häufigen Kleinschmetterling, der dort vorkommt. Und man findet eine ganze Menge an Vegetation, wobei eben nicht an aller Vegetation auch Puppen zu finden sind. Ich stelle mal noch die Arten vor. Es gibt also verschiedene Steinbrecharten, die Saxifraga, hier die Seguigeri, dann ein stängelloser Enzian, der natürlich eher nach in tiefere Lagen gehört, aber da oben immer noch einzeln vorkommt. Dann natürlich der Gletscherhahnfuß, der gehört da oben hin. Und den gibt es in schönen Farbvarianten mit rosa und fast rot. Also der Gletscherhahnfuß blüht praktisch fast aus den Steinen raus. Da gibt es natürlich immer irgendwo Vegetation. Hier in Vergesellschaftung mit Saxifraga bryoides, dem Moossteinbrech, der eine wichtige Nektarpflanze auch ist, da oben. Interessanterweise eben auch ein Löwenzahn. Also ich habe das jetzt mal nach der Flora alpina als Taxacom-Vergleiche Alpinum bestimmt. Also das ist sicherlich nicht ganz einfach mit den Löwenzahnarten da oben. Und dann am Hornkraut, hier saugend, ein Weibchen von Psodos alticularia. Das ist immer besonders schön, wenn so eine Aufnahme gelingt, denn die warten ja nicht ewig, bis man da den Fotoapparat gezückt hat. Silena acaulis, das stängellose Leimkraut oder die Polsternelke kommt da oben noch vor. Dann die Pimentesa rapunzel, Linaria alpina. Und eine Arabis, die eben auch, also ein Kreuzblütler ist ja auch eine wichtige Futterpflanze für bestimmte Arten. Und eben auch Gräser, also sodass sich theoretisch auch die Krambiden, die wir beim Aufstieg gefunden haben, da oben noch entwickeln können. Ja, jetzt wollte ich noch ein paar Worte dazu verlieren, woran man denn diesen düstersten aller Psodos-Arten, so wie das auch in der Literatur steht, überhaupt erkennen kann. Verli hat das im Seitsupplement so genannt. Das ist im Grunde eigentlich die am langweiligsten gezeichnete Art, aber die von der Biologie interessanteste. Sie ist eigentlich nur noch teuflisch schwarz und auch die Unterseite ist kaum gezeichnet. Die Unterseite ist nur noch wenig liniert. Und wenn wir das vergleichen mit der nahe Verwandten Psodos alticularia hier im Bild, dann sieht man, dass man eigentlich keine Schwierigkeiten hat, die Art auseinanderzuhalten an der Unterseite und an der Oberseite eben auch, wenn man die nebeneinander zu liegen hat. Hier nochmal ein lebender Psodos verlii im Mini-Life-Glas. So haben wir die Tiere runtergebracht. Und das wäre die etwas größere Sciadia tenebraria, die da oben eben auch fliegt. Die Unterseite sieht man beim Fliegen natürlich nicht, aber man sieht, dass der Falter eine größere Flügelspannweite hat. Und mit dem Wissen bitte ich jetzt einfach mal alle hier im Saal, den Inhalt der Steckschachtel zu bestimmen. Wo sind die Psodos verlii? Unten rechts. Unten rechts, sehr gut. Das ist ein richtiger Tipp. Und? Und oben rechts, sehr gut. Ich merke, ich bin in einer entomologischen Arbeitsgemeinschaft hundertprozentig richtig, die Bestimmung. Das ist in München nicht geglückt, bei der Münchner Tagung. Da hatte ich den Vortrag in gekürzter Form. Genau, also das sind die Exemplare. Und später in der Präparation sehen sie dann so aus. Das sind auch die Tiere, die bei uns hier im Museum bleiben werden. Wir werden aber einen Teil der Tiere an die beteiligten Museen eben auch abgeben. Genau, und das ist unsere Ausbeute. Das sind also nicht
Also die Menge täuscht etwas, weil Ober- und Unterseiten hier zu sehen sind. Also das ist das erste Stück, der Erstnachweis, das ist dieser zerschlissene zweite Fund von 12 Uhr und so weiter und so weiter. Also das ist die Ausbeute, so wie sie dann später auch in 100 Jahren mal im Museum oder in den Museen überprüfbar stecken wird. Und was man natürlich machen sollte, ist zur Absicherung ein Genitalpräparat. Das ist hier das Genitalpräparat eines Psoddos-Verli aus dem Wiener Museum. Wunderschön präpariert und fotografiert von Peter Buchner, der das zur Verfügung gestellt hat. Und wenn ich das mit meinem Quick and Dirty Präparat vergleiche, ist das natürlich nicht halb so schön. Aber wir sehen sehr schön die Alticularia, die hat also viel längere Lappen hier, hat diese inneren Valven sehr klein. Psoddos-Verli hat eben diese großen inneren Valven, die hier eben auch noch angedeutet sind. Ich habe das Präparat dummerweise unten abgeschnitten, weil ich zu geizig war, als ich den Hinterleib getrennt habe, sodass ich eben nur den oberen Teil der Valven vergleichen kann. Also unsere Psoddos-Verli. Ja, und mit dieser Tafel hätten wir sozusagen weltweit das gesamte Material präsentiert, was es auf der Ortler, in der Ortlergruppe jemals gefunden wurde. Das sind noch alle Tiere, die es in Wien und im Tiroler Landesmuseum davon gibt. Und das war es weltweit. Also mehr gibt es weltweit nicht von dieser Art aus der Ortlergruppe. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, waren wir überhaupt zur richtigen Zeit hier? Ich habe mal die wenigen phänologischen Daten aufgetragen von der Ortlergruppe und wir sehen, dass es in der Ortlergruppe doch nur einen Bereich von 10 Tagen gibt, Ende Juli bis Anfang August, dass die Art gefunden wurde. Wenn wir das mit den Daten aus der Schweiz vergleichen, sehen wir, dass die Phänologie in der Schweiz durchaus viel früher beginnt. Und das ist möglicherweise ein Schlüssel, wie man vielleicht in Zukunft auch noch mehr in der Ortlergruppe und auch an anderen Bergen was finden kann. Man muss wahrscheinlich früher los, auch wenn das bei so einer Art, da straucht sich ja die Entwicklung immer sehr stark zusammen in den Bergen, immer riskant ist. Man kann natürlich ganz schnell zu früh dort sein. Und was auch wichtig ist, und das ist auch ein Unterschied zu den Schweizer Populationen, uns ist nur geglückt, Funde bis Mittag zu machen. Das ist ja Sommerzeit hier. Also selbst 12.30 Uhr ist eigentlich noch 11.30 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit. Und ich habe mal sämtliche Zeiger der Uhr festgenagelt, an denen ein Exemplar gefunden wurde. Und da sehen wir, man muss relativ früh am Berg sein. Aber am Nachmittag, wir waren bis 16 Uhr im Gelände von 7.40 Uhr an, das sind die maximalen Beobachtungszeiten, sind uns trotz intensiver Suche nie Nachweise geglückt im Ortlergebiet. Das ist ein Unterschied zur Schweiz. Und deswegen möchte ich auch mit der Schweiz schließen, auch mit Dank an Jörg Schmidt, dessen Buch ich ja vorhin schon hochgehalten habe. Er hat, er ist ja einer der besten Kleinschmetterlingsforscher der Alpen und er hat auch in unendlicher Geduld, er ist 4-mal aufgestiegen, bis er die Art das erste Mal gefunden hat. Ihm ist es auch geglückt, ein Weibchen zu finden, was uns noch nicht geglückt ist, hat die Art gezüchtet unter ganz komplizierten Bedingungen im Labor. Man muss dann Langtag simulieren, man muss die Originalfutterpflanze haben und hat trotzdem noch riesengroße Ausfälle. Aber er hat eben die komplette Biologie aus dem Schweizer Gebiet dokumentieren können. Und wir sehen, die Schweizer Tiere sind wesentlich stärker gezeichnet, die sind nicht so düster. Und insbesondere die Weibchen sehen ganz verrückt aus. Also hier oben ist auch ein Weibchen zu sehen. Also die Schweizer, das ist wieder ein Männchen. Die Schweizer Falter haben doch eine viel kontrastreichere Zeichnung. Der Lebensraum sieht in der Schweiz nicht viel anders aus. Und ja, was schreibt er uns? Er hat uns am Anfang beraten und schrieb ganz freundlich am 11. Juli, vielleicht helfen euch meine Erfahrungen mit Psoddos-Verli, die ich mehrfach im Wallis studiert habe und auch 2-mal ab Ovo, also aus dem Ei, zum Falter züchten konnte. Also im Wallis fliegen die Art keineswegs nur am Morgen und er meint, das könnte sich die Art auch gar nicht leisten. Aber sie ist offensichtlich am Morgen besonders aktiv. Vielleicht haben wir ein anderes Verhaltensmuster in der Ortlergruppe. Vielleicht haben wir einfach auch nur zu wenig Beobachtungen. Als Saugpflanzen hat er Erythrichium nanum, also das ist der Himmelsherold, den gibt es in der Ortlergruppe nicht, nachweisen können und eben diese Saxifraga oppositifolia, die Futterpflanze der Raupe. Und da hat er am Freiland eben auch Raupen gefunden. Ich habe die Publikation, die hier auch ausliegt, ganz gründlich gelesen. Die Freilandraupenfunde sind bei ihm auch nur 2. Also das ist nicht einfach, da am Freiland Raupen zu finden. Er hat was Merkwürdiges beobachtet bei der Art, wenn die Falter gestört werden. Gestört heißt, man hat als Lepidopterologe mit dem Netz daneben gehauen. Dann flüchten die auf ein nahegelegenes Schneefeld und setzen sich dahin und fliegen erst nach 1 oder 2 Minuten von dort wieder ab. Das heißt, man kriegt eine zweite Chance, vorausgesetzt, das Schneefeld ist nicht so steil. Man kann in der Regel auf die Schneefelder nicht raufgehen, weil man sofort abrutscht. Die sind in der Regel sehr steil. Also dieses merkwürdige Verhalten,
Das haben wir, meinen wir, auch beobachten können. Also auch bei unserem Fall dann haben sich ein oder zwei Tiere auf den Schnee gesetzt. Und wir kamen dann natürlich nicht ran, weil das so steil war. Oder sind dann am Ende doch glücklich Fänger geworden, also weil der Martin Sauter das gewagt hat. Also das Verhalten haben wir auch beobachten können. Es ist allerdings auch von anderen Schmetterlingsarten, die auch so schwarz sind und die da oben vorkommen, bekannt, von den Arten der Gattung Mittagsmeste zum Beispiel. Gibt es zwei Arten da oben, aber die fliegen eben schon wesentlich früher im Jahr und nicht simultan, sodass man das nicht bei einer Psodas Verlii-Exkursion beobachten kann. Und er schreibt zum Schluss, das Wegschmelzen, ob das Wegschmelzen solcher Schnee- und Gletscherfelder zum Verschwinden der Art einen ursächlichen Zusammenhang hat, bleibt Spekulation, würde aber einiges erklären. Es ist nämlich so, dass in der Schweiz am Typenfundort am Mettelhorn, das wir am Anfang gesehen haben im ersten Bild, die Art seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gefunden wurde. Und man kann sich das nicht erklären, weil das ist auch 3400 Meter hoch. Ich halte schon die Variante, dass mit dem Verschwinden der Gletscher die Lebensräume für die Art weniger werden. Sie kann ja nicht nach oben ausweichen. Für einen Grund dafür, dass die Art in den Alpen verschwinden könnte in Zukunft. Wir sehen hier die Prognose. Und wenn das wirklich so weitergeht wie dieses Worst-Case-Szenario, das wäre eine Katastrophe. Das hier unten ist nur der Kontrollbereich. Also das ist das, was ohne Mensch auf der Welt passieren würde. Das werden wir sowieso nicht erreichen. Also wir werden uns zwischen diesen vier Varianten zu entscheiden haben als Menschheit. Ja, noch eine kleine Motivation, wo man noch hingehen kann. Wir haben dann einen Tag genutzt, auch mal auf die Hintergrathütte zu steigen. Und von dort hat man einen schönen Blick wieder in unser Untersuchungsgebiet, was hier eingekreist ist. Die Hintergrathütte ist auf 2600 Meter und von dort gibt es auch Besteigungsmöglichkeiten in den Ortler, also ins Ortler, also auf den eigentlichen Ortler. Und wir sehen hier sehr schön unseren Lebensraum. Also hier ist wieder der blaue Pfeil. Hier, wer genau hinguckt, erkennt nochmal die Aufbauten. Also hier ist das Plateau. Also hier oben haben wir irgendwo die Art gefunden. Und das ist dieser Berg. Es gibt eine analoge Hubschrauberbefliegung aus den 80er Jahren, wo die Berge sehr schön in so einem Schrägluftbild zu sehen sind. Also das ist der Berg, an dem wir erfolgreich waren. Und die blau umrandeten Butzenspitze, Plattenspitze und Schildspitze, die wären noch zu besteigen. Also alle jungen Menschen, die viel Kraft und Lust haben, sollen das machen. Die Vateienspitze habe ich hier rot markiert. Ich möchte aber trotzdem nicht ausschließen, dass die Art da noch vorkommt. Das ist ja hier der Blick von der Vateienspitze. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, ist, dass das Gestein, obwohl es auch ein Urgestein ist, ein viel helleres ist als das, was wir auf der hinteren Schöntorfspitze hatten. Also möglicherweise hat sich hier der geologische Untergrund schon, also der geologische Untergrund hat sich geändert und möglicherweise kommt die Art deswegen dann schon da nicht mehr vor. Ja, am Schluss bleibt es mir zu danken, also insbesondere dem Mut von Amtsdirektor Hans-Peter Gunsch, der uns Forschungsgenehmigung erteilt hat, obwohl es keine gesetzliche Grundlage gab. Dann dem Jörg Schmidt in Graubünden für seine Tipps. Dann allen Leuten vom LEPI-Forum, die hier genannt sind, die Fotos zur Verfügung stellten. Dann natürlich den Kolleginnen vom Wiener Museum und dem Martin Cesanek, da fehlt hier noch das Häkchen über dem Zeh, aus Bratislava, der auch Tiere aus Wien gerade ausgeliehen hat und der uns Fotos geschickt hat. Und nicht zuletzt auch unseren Kolleginnen und Kollegen im Museum, Michael Spieske aus der Geologie und dem Rainer Bussmann aus der Botanik fürs Nachbestimmen von Pflanzenfotos, der Bergwacht in Persona, Olaf Reinstadler, Lenny Kössler und Stefan, von dem ich keinen Zunamen habe, und dem Franz von der Bergbahn. Man kriegt meistens keine vollen Koordinaten. Interessant finde ich nur, dass Reinstadler, also ein Herr Reinstadler, war auch im frühen 19. Jahrhundert an der Erstbesteigung des Ortlers beteiligt. Also ich denke, das ist so eine Dynastie von Bergführern, die es da einfach gibt. Und natürlich allen Mitstreitern und Axel Hausmann schon mal ins B, der wird noch DNA-Daten zur Verfügung stellen für die Barcoding-Untersuchung. Am Schluss noch eine Schmunzelgrafik. Ich habe es mir nicht verkneifen können, eine Siegerehrung zu machen. Und man sieht, dass unser Student, der Martin Sauter, den schnellsten Köcher schwang, Michael auf Platz 2, der Franzl Püringer mit Gipshand immer noch auf Platz 3. Und die beiden, die sich es eigentlich ausgedacht hatten, der Norbert Pöll und ich, wir sind leer ausgegangen. So ist das Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich. Und das war's.